Seit 20 Jahren gibt es im Kirchspiel Laudenbach die gute Tradition, am Karfreitag einen Kreuzweg zu begehen. Es gibt drei Gottesdienste, die in jedem Jahr aufeinander aufbauen. Los geht's, abwechselnd in Laudenbach und Trubenhausen. Üngsterode ist immer die Mitte. Auf dem Kreuzweg kann man die Gedanken zur Predigt noch einmal miteinander besprechen oder allein darüber nachdenken. In Zeiten der Corona-Krise müssen wir alle auf Kontakte verzichten und auch Veranstaltungen dürfen nicht stattfinden. So sind wir in diesem Jahr den Kreuzweg als Familie gegangen. Für die Menschen in Trubenhausen, Üngsterode und Laudenbach haben wir stellvertretend das Kreuz in die Kirchen getragen, gebetet und gesungen. Der Kreuzweg lebt normalerweise von den Menschen. Gemeinsam den Weg gehen, gemeinsam Gottesdienst feiern, gemeinsam das Kreuz tragen. 2020 war anders. 2020 war trotzdem schön. Denn auch dieses Jahr waren es die Menschen, die den Kreuzweg besonders machten. Die Menschen, die warteten, um gute Wünsche mit auf den Weg zu geben. Die Menschen, die in Üngsterode Verpflegung bereitstellten. Die Menschen, die den Weg mit Kreide verzierten und Kraft schenken. Auch in diesem Jahr wurde die Tradition des Kreuzweges fortgeführt. Und 2021 gehen wir den Weg wieder zusammen. Dann wieder mit mehr Schultern, um die Last des Kreuzes zu tragen. Bleiben Sie behütet. Gott segne Sie. Haben Sie trotzdem schöne Ostertage.